Willkommen zurück hier bei Let's Play Assassin's Creed Dankeschön. 1. In der letzten Folge ist hier irgendwie alles so ein bisschen im Büro eskaliert und ich weiß gerade noch nicht so recht, wo ich aufgehört habe, weil ich musste jetzt mir den ganzen Quatsch hier nochmal anhören. Kann nicht reden, hab zu tun. Ja, ich auch. I guess. Sie hat halt irgendwas am Finger. Gar nicht müde? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal in unsere Zelle. Schauen mal, was hier so geht. Und ich denke, die wird halt gleich verschwinden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon beim letzten Mal gemacht habe oder nicht. Falls doch, haben wir es jetzt doppelt gemacht. Juhu. Ja, es ist halt ganz schwer aus dem Spiel hier überhaupt irgendwas zu machen. Also beziehungsweise das halt zu schneiden oder so, weil man halt nie weiß, wo man aufgehört hat und wo nicht. Es sei denn, man nimmt das halt jeden Tag auf. Wir haben dem beim letzten Mal halt irgendwas geklaut. Ich weiß halt nur nicht was. Oh. Wir haben schon wieder irgendwas gemobst. Das sieht vielversprechend aus. Mexikanischer Präsident verspricht verbesserte Grenzsicherheit, da er wegen der Rekordzahlen von illegalen Einwanderern nach Mexiko sehr besorgt ist, hat der mexikanische Präsident heute angekündigt, die Grenzsicherheit zu verstärken. Die Anzahl der an der Grenze stationierten Soldaten soll sich verdreifachen. Gegner dieser Entscheidung befürchten verstärkte Feindlichkeiten zwischen amerikanischen Flüchtlingen und mexikanischen Soldaten. Die Kämpfe zwischen den Gruppen haben in den letzten 6 Monaten 300 Todesopfer und 1000 Verletzte gefordert. Okay, was hat das jetzt damit zu tun? Oh Gott, so eine elendlange E-Mail. Wenn dieser Kerl uns nicht geben kann, was wir brauchen, ist es an der Zeit, uns woanders umzuschauen. Ich habe David aus der Personalabteilung in CC gesetzt. Vielleicht kann er Ihnen ein paar zusätzliche Testsubjekte besorgen, falls Desmond in Rente geht. Wenn ich Sie erinnern muss, uns geht die Zeit aus. Dieser Mist mit den Fluoriden bedeutet, dass wir sehr genau beobachtet werden. Wir müssen am 21. starten. Warten wir länger, riskieren wir, dass während der Ermittlung alles eingefroren wird. Ich habe das Gefühl, dass uns keiner unserer Freunde aus DC hierbei helfen wird. Wir werden uns bei der nächsten Wahl um sie kümmern müssen. Oh, ich muss jetzt erstmal was trinken. Moment. So. Wir haben die DNA-Sache geklärt, aber es gibt anscheinend so einen miesen Trittbrettfahrer, der Newsgroups und Websites mit seinen Geschichten zu Massenmord und Verschwörungstheorien versorgt. Woher bekommt er eigentlich die Informationen? Ihr Bericht sagt, dass die Projektleitung alle getötet hat, bevor die Reinigungscrews dort ankamen. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das so verbocken konnten. Egal, wir versuchen jetzt herauszufinden, wer zum Teufel er ist. Aber es scheint schwierig zu sein. Ich beginne mich zu fragen, ob er nicht Hilfe hat. Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freiem Fuß. Grundsätzlich reicht ja einer. Aber das wussten sie ja bereits. Ich frage mich auch, ob das Fluoridleck tatsächlich ein internes Problem war. Und wenn es so war, haben wir es mit einem Maulwurf oder gar Schlimmerem zu tun. Ich werde auch bald die Sachen mit Subjekt 17 beenden. Also besorgen Sie mir Ergebnisse oder setzen Sie einen anderen in den Animus. Ellen. Sympathisch. Naja, gut, das geht ja noch. Sie haben gesagt, sie würde kein Problem darstellen. Und hier ist sie schon wieder dabei, in der Scheiße zu wühlen. Kümmern Sie sich drum, Warren. Sie haben für sie gebürgt. Sie sind für sie verantwortlich.
Ab dem 1. September bin ich nicht mehr im Büro. Ich komme am 4. Oktober wieder. In Notfällen wenden Sie sich bitte an meine Assistentin Obey Jacobs, Anschluss 1003. Von Lucy, okay. Mr. Ricken, ich hoffe, Sie sind... Ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach den Begebenheiten niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Falls Sie befürchten, dass ich vertrauliche Informationen weitergeben würde, werden Sie, wenn Sie diese mit mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für sich sprechen sollte. Vielen Dank für Ihre Hilfe mit dieser Angelegenheit. Herzlichst, Lucy Stillman. Okay. Das hier scheint jetzt wieder was anderes zu sein. Puh, okay, das scheint damit nichts zu tun zu haben. Auch wieder nur Tagesschlagzeilen, scheint auch nicht so interessant zu sein. Okay, schauen wir mal Ausgang. Nicht zurück an die Arbeit, bitte. Es gibt eine Deadline. PS, warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht doch, von wem sie ist. Lol. Sie sagten eben etwas von Enten wie Lila. Was meinten sie damit, Lucy? Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke. Warren, habe heute wieder Ihren Access-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen den wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an der Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Warren. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Okay. Wir müssen jetzt mal in gelöscht reinschauen. Ich glaube, das ist interessanter. Ich muss nur mal kurz was trinken. Ich glaube, die in der Mitte wird sehr interessant. Unbekannter Absender. Wie kann man denn eine E-Mail unbekannt versenden? Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstrego Industries dürfen nicht mehr über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. In Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle auf § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an uns... Oh Gott... Ja, ich würde das gerade mal kurz skippen, weil das einfach nur der Arbeitsvertrag ist, in der halt sagt, dass man halt nichts sagen darf, so. Ja, sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen schon im Voraus für Ihre Loyalität. Dann schauen wir erstmal das hier. Konferenzzimmertür. Ich glaube, das geht von unten nach oben, oder? Oder doch nicht? Nein, wie lautet er? Hallo Warren, der Passcode wurde gestern Nacht geändert. Das passiert einmal die Woche. Haben Sie den neuen? Okay. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal, glaube ich, den Code für den Konferenzraum. Ich weiß, was ihr tut. Ich weiß, was ihr getan habt. Ich habe ihn gesehen. Er hatte eine Metallkugel. Sie ist aufgegangen. Alle wurden wahnsinnig. Schießen. Stechen haben sich in Stücke gerissen. Ich weiß, dass ihr es wart. Ich habe das Logo gesehen. Die Namen gehört. Ich werde es erzählen. Jedem, der mir zuhört. Ihr werdet entdeckt. Sie werden die Wahrheit kennen. Dann werdet ihr bezahlen, ihr verrückten Bastarde, ihr werdet bezahlen. Ja, okay. That escalated quickly. Gut, hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen rumgewühlt. Das Lustige ist ja, hier ist ja alles mit Kameras und es juckt einfach so niemanden, was wir hier so tun. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in den Konferenzraum. Vielleicht finden wir da ja irgendwas Spannendes. Hallo. Das ist halt wirklich interessant. Da hinten steht auch wieder ein Computer rum. Die Tür wird halt zu sein, allein schon, weil der Streifen oben rot ist.
Puh, Jesus, take the wheel. Was tun wir hier schon wieder? Warren, die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahme der Subjekte 1216 abgeschlossen. Während der Eden-Splitter unsere Priorität bleibt, müssen wir alle damit fortfahren, die verbleibenden Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass sie dafür Verständnis haben. Obwohl der Satellit, schreibt man das so? Ich dachte immer, Satellit schreibt man anders. Naja, egal. Obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir uns trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind von seiner Wirkung. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten und geben Sie uns dann Ihr Feedback. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung. Edensplitter, ach Gott, wie lang ist das denn? Ach Gott, das ist ja länger als ein Abschiedsbrief. Möchten wir uns das wirklich alles durchlesen? Ich glaube, wir lesen das mal nicht alles, weil das sonst, wir sind schon bei der Hälfte der Folge ungefähr. Also, falls ihr das lesen wollt, könnt ihr auf Pause drücken und euch das gerne durchlesen. Das mache ich dann im Schnitt, weil es macht keinen Sinn, hier jetzt stundenlang vorzulesen. Hier geht es halt nur um die einzelnen Projekte und so. Und, okay. Ja, drückt halt eben auf Pause. Ich mache es jetzt immer so, dass ihr das ganz gut lesen könnt. 5 und dann lese ich ab hier jetzt wieder vor. Warren, ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass die Sache mit Subjekt 17 zu Ende gebracht wird. Natürlich sind wir erleichtert, dass sie der Zielerinnerung näher kommen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, hängt von der Auffindung dieses Ortes ab. Ohne sie haben wir nichts. Möge der Vater des Verstehens sie zum Erfolg führen. Was labert der da? Na gut. Hier ist auch nichts im Ausgang oder gelöscht. Also ja, da müsstet ihr dann selbst lesen, weil wenn ich hier vorlese, das ist halt die Hälfte der Folge einfach nur mit Lesen. Und ich würde eigentlich schon ganz gerne auch ein bisschen Inhalt haben. Wenigstens ein bisschen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt auch so grob alles. Wir sollten uns dann auf den Weg ins Bett machen, damit uns hier keiner auf die Nerven geht. So, wir werden hier halt die ganze Zeit von Kameras gestalkt und eigentlich so, actually, juckt's halt einfach so niemanden. Hoch! Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen. Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Ich denke nicht. Einige von uns, zumindest. Ich denke nicht. Wenn ich er wäre, hätte ich halt irgendwie so eine E-Mail an die Polizei geschrieben oder so. Ich meine, er hatte ja den Zugang. Irgendwie so, Hilfe, ich werde im x-ten Stock von diesem komischen Gebäude gefangen gehalten. Bitte rufen Sie die Polizei. Können wir mit ihm reden? Wenn wir ihn beklauen. Hallo. Wieso verhaut er ihn nicht einfach? Hallo. Na gut. Schauen wir mal, was jetzt noch so Spannendes kommt. Bin sehr gespannt. Wenn sie entdeckt wurden, stoßen sie Soldaten von sich. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen oder vernichtet werden. So befiehlt es der Meister. Es war Al-Mualem, oder? Was hat er euch angetan? Preiset den Meister, denn er führte uns zum Licht.
Lol. Was ist jetzt gerade das Ziel? Er ist das Licht. Er ist der Weg. Irgendwie hatte ich ja schon zum Teil befürchtet, dass wir vielleicht am Ende gegen den kämpfen müssen. Ja, okay, die sind hier alle irgendwie so ein bisschen auf Droge. Dem Willen des Meisters muss Folge geleistet werden. Solange ihr mir jetzt nicht auf die Nerven geht, ist ja auch alles gut. Sieht halt auch mega crazy aus, dieser Palast. Oh oh. Wollen die mich umbringen? Wollen die mich umbringen? Ich wusste es. Au. Boah, ich muss mich echt wieder so ein bisschen daran gewöhnen. So. So. Das ist schon manchmal echt kompliziert, sage ich euch. Man muss halt den Typen in dem Moment ausgewählt haben, damit der dann halt da seine Kampftaktik vollzieht. Stirb. Es ist schon irgendwie manchmal echt iconic, wie er diese umbringt. Och nö, nicht noch mehr. Boah, wie viele wollen hier denn jetzt noch kommen? Au. Boah, das wird jetzt echt ein bisschen hart. Au. Ich drücke hier auch jetzt gerade so ein bisschen auf gut Glück, beziehungsweise die rennen alle schon freiwillig weg, weil die halt nicht sterben wollen. Alter, ihr! Hier oben! Hallo? Ihr habt euch eine gute Zeit ausgesucht. So scheint es. Seid auf der Hut, Freund. Al-Mualem hat uns verraten. Ja, ebenso wie er seine Templerfreunde verriet. Woher wisst ihr? Nach unserem Gespräch kehrte ich in die Ruinen unter Salomons Tempel zurück. Robert hat Tagebuch geführt. Jede Seite eine neue Enthüllung. Was ich lesen musste, brach mir das Herz. Aber es öffnete auch meine Augen. Ihr hattet recht, Altair. Der Meister hat uns nur benutzt. Wir sollten das Heilige Land nicht retten. Wir sollten es ihm ausliefern. Wir müssen ihm Einhalt gebieten. Seid vorsichtig, Malik. Was er den anderen tat, wird er auch uns tun, sobald er kann. Haltet euch fern von ihm. Was schlagt ihr vor? Mein Schwertarm ist noch stark und meine Männer immer noch die meinen. Es wäre ein Fehler, uns abzuweisen. Dann lenkt seine Lakaien ab. Greift die Festung von hinten an. Wenn ihr sie von mir ablenkt, kann ich vielleicht zu Al-Mualem durchdringen. Ich tue, was ihr verlangt. Diese Männer, sie sind nicht sie selbst. Wenn ihr es vermeiden könntet, sie zu töten. Ja. Nur weil er die Gebote der Bruderschaft verraten hat, müssen wir das nicht auch tun. Ich tue, was ich kann. Mehr verlange ich nicht. Friede sei mit euch, mein Freund. Eure Anwesenheit hier wird Frieden bringen. Okay, das ist wirklich interessant. Ja. Irgendwie hatte ich das ja schon am Anfang so ein bisschen prophezeit, dass wir am Ende vielleicht gegen den kämpfen müssen. Ich würde aber vielleicht auch einfach mal an der Stelle die Folge beenden. Ja, dann wird die nächste Folge dann höchstwahrscheinlich die letzte Folge sein.
dann ziehen wir durch. Ich weiß nicht, was dann noch alles kommt, wie lange das gehen wird, aber ja, dann bin ich an der Stelle raus und dann sehen wir uns morgen höchstwahrscheinlich zur letzten Folge wieder. Es sei denn, es wird halt dann noch so unglaublich lang, aber ich denke nicht. Gut, bis zur nächsten Folge.